Martin ist auf dem Weg zu den Kaisertreuen, während Campbells Schicksal die Aufseher ins Chaos gestürzt hat. Die Entschlüsselung von Campbells Tagebuch könnte so manches wichtige Geheimnis aufdecken, nicht zuletzt den Aufenthaltsort der rechtmäßigen Thronerbin. Genau, das, ich habe ja den Campbell gekillt und den Curnow, den haben wir leben lassen. Ne? Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der es super stealthy schafft, Ja. aber ich denke, ich werde immer Hoffentlich war der besser. Oberaufseher nur der erste Schritt auf So, und diesem da Weg. geht's jetzt, glaube ich, Und wir direkt in die müssen das nächste Mädchen Story. finden, Emily. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Ja. Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich Entgegen wusste, allen dass Sie Erwartungen? einzigartig sind, Emily. Hallo? Dadurch fügen wir dem Lord Regenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lord Regent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Okay. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Na, jetzt muss erstmal entschlüsselt werden, ne? Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Junge, warum schießt er einfach? Wir müssen rasch handeln. Was, warum hat er Zweifellos hat der Lord geschossen? Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Ja, Wenn alles er die gut, junge Bagger, alles Lady gut. nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Er will, Ja, er sei flext Gott nur, davon. okay, er flext Aber Sie nur. sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. So. Nee, ich mach noch, ich erledige noch ein paar Sachen. Ich habe nämlich so viel Kohle. Ich will mal mit Piero oder wie er heißt nochmal sprechen. Der hieß doch Piero, oder? Sie Piero Cioppo, haben genau. es wirklich in sich. Den Oberaufseher. In seinem Eid kann Ja. ich Ihnen behilflich sein. Ja. Ich würde gerne neue Ausrüstungsgegenstände. So. Beto versetzt Gegner in Schlaf. Ich glaube, ich gönne mir mal die hier. Oh, wir haben halt so viele Münzen, ne? Wir haben so viele Münzen! Artefaktkapazität. Die könnte ich mal hochmachen. Pistolenverbesserung. Kampfbetäubung. Einschläfernde Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Okay. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ne? Ich erhöhe mal die Artefaktkapazität. Aber ich habe das Gefühl, so richtig geil sind die Sachen jetzt noch nicht. Holen wir mal ein bisschen Mana-Elixier dazu. Das ist nicht verkehrt. Ja. Okay. Oh, guck mal hier. Wir sollten noch mal ein paar Sachen essen, ne? Okay. Das Serum ist mehr als nur eine einfache Ja, halt den ran. Es reagiert. So, dann gehen wir mal Soll hoch das ins Bett. bedeuten, Sie wissen nicht, wie Und mal lange. gucken, vielleicht treffen wir den Outsider wieder, Sir, ne? bitte. Ich stand nie in den Diensten eines Edels. Das ist keine Entschuldigung. Aber das Game Ihre haben sie schon cool gemacht, ey. Habe ich eigentlich gerade noch eine andere Aufgabe? Nee, gehen ins Schlafzimmer. Gut. Gut. Ich gehe jetzt schlafen. Schön. Wie war euer Wochenende, Leute? Was habt ihr Schönes gemacht? Martin, das haben wir schon gelesen. Informiere dich über die Weiner. Okay. Sieht jetzt aber nicht so aus, als wären wir irgendwie. Nee, wir sind leider nicht in dieser Zwischenwelt gelandet. So, das hier ist ja sozusagen mein Safe Haven, ne? Ah ne, warte, ich muss hier noch runter. Ah, der Havelock ist draußen. Okay, gut. Dann gehen wir mal raus. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar Ah, das Golden Cat hört sich halt auch wirklich an wie so ein Schuppen, ne? Oh, was ist hier los? Hallo Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, Ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Oh. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Das hört Es sich wäre gut, nicht wenn Sie gut an, hinschauen ey. würden
um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen. Die habe ich ja schon geholt. Okay. Wo haben wir denn die Betäubungsbolzen? Dann gehen wir da mal rein. Ah, die haben die Luke direkt wieder zugemacht. Na, vielen Dank, ey. Oh Junge, das hört ja richtig eklig an hier. Kann ich an dem Ding hier drehen? Oh, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Ich gehe erstmal hier hinter. Wie ist eigentlich meine Aufgabe? Untersuche die Vorfälle in der Kanalisation. Okay. Okay, was denn hier? Da ist noch so eine Kette. So, nehmen wir das Walöl mal mit. Achso. Ich dachte gerade, es wäre wie bei Dark Messiah, ey, dass man da nur ranspringen muss. Ach was. Was soll das denn, ey? Das Ding hätte ich lieber mal verschlossen gelassen, ey. Diese unzerstörbare Tür. Oh, ich wette, das Ding hätte ich nicht aufmachen dürfen, dieses große Tor. Untersuche die Vorfälle. Kann ich die ins Wasser legen? Ich glaube, das machen wir mal, bevor die aufwachen. Vielleicht ersaufen die dann. Das ist nicht schön. Nice. Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können. Oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war auch natürlich falsch. Mir wird übel. Wenn ich mich nur daran zu erinnern versuche, ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit hier für Sie zurückgelassen. Aber ich vermute, die Ratten werden alles zerfetzen, bevor Sie zurückgekehrt sind. Leben Sie wohl. Okay, uralte Notiz. Ich will auch gerade mal gucken. Ich habe 3 Runen. Nice. Sprung erhöht sich, Fallschaden wird reduziert. Beherrschung, Übernahme von Tieren. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Beschwört ein Rattenschwarm. Mächtiger Wind, der Gegner zurückdrängt oder umwirft und außerdem Türen zerschmettert. Ich glaube, ich mache hier die Beherrschung. Die wachen nicht wieder auf, ist quasi eine Alternative zum Killen. Achso, okay. Drücke rechte Maustaste, um für kurze Zeit in deinen Tierkörper einzudringen und diesen zu beherrschen. Du kannst die Beherrschung jederzeit beenden, indem du erneut rechte Maustaste drückst. Wenn die beherrschte Kreatur stirbt, erleidest du dasselbe Schicksal. Oh, okay. Kleintiere können die Beherrschung nicht überleben. Oh, was? Die sterben dann? In der zweiten Stufe kannst du auch die Kontrolle über Menschen übernehmen. Im Körper eines anderen Menschen kannst du nur einfache Handlungen durchführen, wie Türen öffnen oder Dinge tragen. Okay. Aber das ist ja nicht verkehrt. Das ist ja mal nicht verkehrt. Oh, anscheinend geht's hier nicht weiter, ne? Anscheinend geht es hier nicht weiter. Oh, da hinten ist noch eine Rune. Ich guck mal, ob wir da hinkommen. Wir sollten noch mal häufiger sprinten. Ach was, da ist noch hier im Wasser eine. Nice, ey. Mehr ist hier aber nicht. Bewegt sich auch nicht, ne? Ich gehe nochmal da raus. Vielleicht ist da ja noch eine... Aber ich wette, hier komme ich jetzt nur... Ah ja, okay. Okay, okay. Och ja, komm.
Die scheiß Fische da. Wo bin ich denn da jetzt hängen geblieben? Dann gehen wir nochmal zum Havelock. Also irgendwas haben wir da auf jeden Fall entdeckt in dieser Notiz. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Oh ja. Ich schulde Ihnen Dank. Den haben wir gerettet. Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Nice. Das ging schnell. Wir kennen Emily Cordwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Badehaus. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, hey, Jackson, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir... Oh, wo ist die Facecam? Ihr habt recht. Wo ist die Facecam? Hab ich ganz vergessen. Da ist die Facecam. Du bist der Erste, der was sagt, ey. Bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Okay. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Am Anleger, na, dann rennen wir da mal hin. Corvo, auf... Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Ey, krass. Abscheulich. Das sagt er einfach so. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Erstmal einen Schluck nehmen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lord Regenten. Warum sehen die alle so ausgemergelt aus, ne? Fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lord Regenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Mhm. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Also der kommt, ich glaube, der kommt damit nicht so gut klar, ne? Dass wir seine Brüder töten. Na komm, dann soll Samuel uns da mal hinkarren. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Okay. Na, der ist anscheinend... Okay, ja gut. Suchen wir nach Emily. Auf geht's. Aber erstmal schön die Maske anziehen. So. Oh, Wibbelmann! Dankeschön für 17 Monate, mein Bester. Vielen, vielen, vielen Einen Dank, Mann. Einen wunderschönen verschneiten Gruß aus dem Bergischen. Ja, bei uns ist auch geschneit. Bei uns ist auch sehr verschneit, Bibel. Sehr schön. Kannst du einfach auf Twitter ein Bild schicken. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupten Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendletons verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lord Regenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. So, da haben wir meine Aufgabe. Aber erstmal schauen. Ich werde Sie so nah wie möglich. Moin, Binsfeldmann, ich hab dir gar nicht Hallo gesagt. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Okay, beim Holger Square waren wir, glaube ich, schon. Dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Das denke ich auch. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Oh. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Das habe ich aber vergiftet. Aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Ja. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Okay. Müssen wir gerade mal gucken. Begib dich zur Golden Cat. Okay. Das müssen wir als erstes schaffen. Dann gehen wir schon mal hin. Bringt mir das was, wenn ich hier hochgehe?
Laufen wir mal hier lang. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Okay. Oh. Holy crap, was passiert denn da? Das scheint dieser Turm zu sein, ey.